Ja, ich glaube, wir haben uns beide Mannschaften haben sich am Anfang schwer getan. Es war eigentlich so ein lauer Sommerkick und ja, trotzdem haben wir erste Halbzeit dann gut unsere Chancen verwertet, was dann zweite Halbzeit auf der Strecke geblieben ist. Dadurch kam Wedel auf jeden Fall nochmal gefährlich ran. Letztendlich dann am Ende haben wir die Chance reingemacht und dann auch verdient gewonnen. Naja, wenn man 5 Gegentore kriegt, ist das natürlich für einen Trainer nicht gerade sehr positiv. Wir haben erste Halbzeit eigentlich ganz angenehm gespielt, eigentlich ganz gefällig gespielt. Aber wenn man solche Fehler fabriziert, wie wir das in der Defensive gemacht haben, und wir hatten eine klare Marschroute, die ich zwar jetzt nicht weiter erläutern möchte, aber wenn man sich daran nicht hält, kriegt man solche Tore und das geht einfach nicht. Ich glaube, wir haben letztendlich in der zweiten Halbzeit, beide haben mehr oder weniger ohne Abwehr gespielt. Es waren viele lange Bälle, das Mittelfeld wurde sofort überbrückt und dementsprechend, sind dann die Tore daraus gefallen. Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch ein Stück weiter. Ne? Wir haben einfach haarsträubende Fehler gemacht. So. Und wenn man eine Kontermannschaft wie Rügen Bergen, die vorne mit Sicherheit eine der schnellsten Spieler haben mit Pascal Haase, ständig wieder in die Situation bringt, dass sie zu Abschlussaktionen kommen, ja, dann darf man sich wundern, dass man hier 5 Tore bekommt. Weil wir waren wirklich zweimal wieder dran, aber verhalten uns einfach in einigen Situationen. Wir haben den Ball schon. Klären den, warum auch immer, ins Aus. Das darf aber nicht passieren. Ja.